Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen. Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal wie schnell ihr lauft. Oh. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Oh. Schaut mal, der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind weht jetzt wirklich sehr stark. Schorsch! Peppa! Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra! Ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja? Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig! Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn! Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Ha. Hurra! Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra! Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfützen machen mindestens genauso viel Spaß, wie einen Drachen steigen zu lassen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz.
Picknick. Heute ist ein herrlicher Sommertag. Wie gemacht für ein richtig gutes Picknick. Papa Wutz trägt den Picknickkorb. Picknickdecke, Brot, Milch, Gurken und Limonade. Haben wir irgendwas vergessen? Mamas Erdbeerkuchen. Hat mir Spaß gemacht. Den Kuchen habe ich zuallererst eingepackt. Abfahrbereit? Jawohl! Dann geht's los! Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus. Hurra! Genießt die frische Luft. Wir sollten ein bisschen Sport treiben. Ich will essen und dann schlafen. Ich will auf gar keinen Fall Sport treiben. Vielleicht sollte Papa etwas Sport treiben, wegen seinem Dickbauch. Ich hab keinen dicken Bauch. Aber später werde ich Sport treiben, auch wenn keiner mitmacht. Essen. Gute Idee, Mama Fritz. Ich bin sehr hungrig. Köstlich. Bin ich jetzt müde. Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später. Da ist ein Ententeich. Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben. Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot. Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr. Aber das Brot ist alle. Ich glaube, sie sind jetzt satt. Tut mir leid, Frau Ente, ich hab nichts mehr. Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden. So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen. Was? Ihr schon wieder. Ihr habt's doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na, wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ih, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Reg dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe. Jetzt halt still, Mama Wutz. Dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur stillhalten. Geh weg. Hau ab! Hey! Hilfe! Geh weg, du! Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Geh weg, du widerliches Ding! Niemals! Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, kommt, wir essen, bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz. Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa! Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sagt Danke zu Papa Wutz. Auch keine Ursache. Es wird Zeit, dass wir fahren. Sagt den Enten auf Wiedersehen. Bis bald, Enten. Auf Wiedersehen. Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Musikinstrumente. Mama und Papa Wutz sind gerade mit dem Hausputz fertig. Mama Wutz und ich haben was auf dem Dachboden entdeckt. Oh.
Könnt ihr erraten, was drin ist? Nö. Sie ist voller Musikinstrumente. Boah. Sie sind ein bisschen alt und verstaubt. Hatschi! Auf der Geige habe ich gespielt, als ich noch klein war. Mama, kannst du uns was vorspielen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach bitte, Mama, spiel doch mal. Hoffentlich kann ich es noch. Bravo! Mama, kann ich auch mal spielen? Du musst sie so halten. Okay, mach ich. Oh! Oh je, Peppas Geigenspiel klingt lausig. Schorsch will es auch mal versuchen. Du musst sie so halten, Schorsch. Oh! Das klingt auch nicht viel besser. Geige spielen ist viel zu schwer. Peppa, vielleicht klingt es auf dieser Trommel besser. Danke, Papa. Das klingt viel besser. Peppa spielt großartig. Oh, wie schön. Ja, hört sich gut an. Da ist ja Papas altes Akkordeon. Das habe ich gespielt, als ich Mama kennengelernt habe. Oh, Papa Wutz. Ich kann mich gut erinnern. Schorsch will auch mal Akkordeon spielen. Bist du sicher? Akkordeon spielen ist sehr schwer. Schorsch, das Akkordeon ist fast so schwer zu spielen wie meine Trommel. Okay, Schorsch. Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen. Papa, welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn. Darf ich mal? Du musst fester pusten. Das klingt nicht so gut. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich könnte mal drauf spielen. Na, das klingt auch nicht besser. Ho, ho, ho. Dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich. Also das klingt überhaupt nicht gut. Peppa hat recht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Macht nichts, Papa Wutz. Spiel weiter Akkordeon. Das machst du wunderbar. Hoho, naja, ich spiele es ganz gut, auch wenn es eingebildet klingt. Und ich spiele meine Geige. Und ich spiele Trommel. Mama Wutz spielt Geige. Papa Wutz spielt Akkordeon. Peppa trommelt. Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn. Mama hat's nicht geschafft. Und Papa hat's auch nicht geschafft. Nicht mal ich konnte das spielen. Aber Schorsch, der kriegt das hin. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie?
Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja, Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Pepper, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Pepper Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Pepper tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling, ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Pepper, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut. Das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Spielen Frösche mit Puppen? Aber Pepper, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne im Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Pepper und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Ich bin Pepper Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Pepper Wutz. Verkleiden. Pepper und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Was ist das? Pepper hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt. Boah. Das ist Papas Hut. Und das ist Mamas Kleid. Schorsch, sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz. Und jetzt komm ich.
Ich wäre jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle! Eiscreme? Peppa? Schorsch? Zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa! Schorsch! Da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Neue Schuhe. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja! Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh. Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh. Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh. Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen.
Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch, wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa, guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Ballons. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel.
Boah, siehst du aber schön aus, Luzi. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Saurier. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Dann nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Saurier. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Mama Wutz hat Geburtstag. Heute hat Mama Wutz Geburtstag. Papa Wutz bringt Mama Wutz das Frühstück ans Bett. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Peppa und Schorsch haben die Geburtstagskarte gemalt. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Oh, was für eine schöne Geburtstagsüberraschung. Und es werden noch Überraschungen folgen. Genieße dein Geburtstagsfrühstück, nimm dir Zeit. Yum, yum. Schnell, wir haben noch viel zu tun. Papa Wutz hat für Mama Wutz einen Geburtstagskuchen gebacken. Jetzt schnell noch die Kerzen drauf. Eins, zwei... Ich komme! Mama Wutz ist mit ihrem Geburtstagsfrühstück fertig. Mama kommt runter. Oh nein, wir sind noch nicht fertig. Wer ist da? Ich bin's. Kann ich herein? Nein, nein. Ist etwas Geheimes im Gange? Nein, nichts ist im Gange. Du kannst nur nicht rein. Verstehe. Mama Wutz, mach es dir doch im Wohnzimmer gemütlich. Das klingt gut. Heute ist dein Geburtstag. Schon gut, Peppa. Ich weiß, wo das Wohnzimmer ist. Hier ist was Nettes zu lesen. Dankeschön, Peppa. Und hier noch ein bisschen Musik. Dankeschön, Peppa.
Wir brauchen genau die passende Anzahl von Kerzen. 1, 2, 3. Oh je, wir haben nicht annähernd genug. Papa, wie alt wird Mama? Ich flüster es dir ins Ohr. Boah, so alt. Weißt du, ich finde, 3 Kerzen sind genug. Der Geburtstagskuchen für Mama Wutz ist fertig. Hurra! Wir müssen jetzt nur noch schnell das Wohnzimmer schmücken. Hallo, Mami. Ah, da seid ihr ja alle. Kann ich ein bisschen raus? Genau. Willst du nicht ein bisschen draußen spazieren gehen? Hab ich die Wahl? Nein. Bis bald, Mami. Geh schön spazieren. Wir rufen dich, wenn du wieder reinkommen kannst. Ich hab ganz vergessen, wie anstrengend so ein Geburtstag ist. Papa Wutz, Peppa und Schorsch schmücken das Wohnzimmer. Das macht Spaß. Oma und Opa Wutz kommen, um Mama Wutz zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Kommst du nicht mit uns rein? Oh, ich darf noch nicht. Papa Wutz, Peppa und Schorsch haben noch geheimnisvolle Dinge zu tun. Wie aufregend. Bis später. Tschüss. Mami, willst du nicht mal langsam hereinkommen? Ja, unbedingt. Schließ die Augen. Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. 1, 2, 3, öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, keinen Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? 2 Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppa und Schorsch. Spaghetti. Hoho, was für ein Lärm. Fertig. Ah, jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppa, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppa. Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Krieg ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Peppa. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Ja, die Zahnfee. Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Und was willst du werden, wenn du groß bist, Schorsch? Saurier.
Ein Dinosaurier. Schnell, Schorsch. Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne. Peppa, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Peppa kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen für die Zahnfee. Schlaft gut, Peppa und Schorsch. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich hab doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa, die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Ich spiele jetzt ein bisschen Ball draußen im Garten. Wer will mitspielen? Ich! Ich auch!